Ja, und damit begrüße ich euch zurück zu Spider-Man 2. Wir sind auf der Suche nach Peter. Harry? Ich bin's. Harry, genau. Hey, Harry. Kannst du mich hören? Wir finden schon noch ein Heilmittel. Etwas Besseres. Harry? Du bist nicht. Ich könnte zusätzliche Symbiontenstärke jetzt gut gebrauchen. Oh nein, mehr. Hat Harry diese Leute irgendwie in Symbionten verwandelt? Schrecklich. Wie halte ich sie auf, ohne sie zu verletzen? Die Dinger sind heftig. Ich brauche Miles Hilfe. Du bist bei Miles. Lass was hören. Miles, es gibt ein Problem mit Harry. Der Anzug hat ihn irgendwie verändert. Harry verwandelt Leute in Symbionten. Ich komme klar, aber es ist, als würde ich Sirup boxen. Es muss einen besseren Weg geben, den Leuten zu helfen. Ruf mich an! Einen habe ich wohl befreit. Ich muss Harry aufhalten, bevor das aus dem Ruder läuft. Ganz ruhig, nicht bewegen. Alles wird gut. Hoffe ich. Wow. Los. Wow. Ist alles in Ordnung? Miles, ich brauche hier deine Hilfe. Nachrichten erhalten. Sorry, meine Mom gesucht. Hast gesehen, dass Craven tot ist? Was? Nein. Och, glaubst du, das war Harry? Vielleicht. Vermutlich. Stoppen wir ihn. Okay, ich hab ne Idee. Als du unter seinem Einfluss warst, haben dich bestimmte Klänge geschwächt. Die Glocke. Aber die können wir nicht rumschleppen. Nein, aber ich hab eine Mix-App auf dem Handy. Ich kann den Klang der Glocke nachbilden und gegen Harry und seine Armee richten. Das ist brillant. Gut, dass du Musiktechnologie studierst. Das darfst du gern dem Aufnahmegremium vom College sagen. Was geht's, Genki? Da bist du ja. Deine Mutter und wir ich... Wir haben dich gesucht. Und ich hab euch gesucht. Ich hab eine Nachricht geschickt. Die habe ich nicht gekriegt, weil wir in der U-Bahn waren, um dich zu suchen. Zum Glück geht's dir gut. Ich begleite deine Mutter nach Hause. Kommst du hin? Ich muss noch was erledigen. Aber ich komme so schnell ich kann. Und angekommen. Okay. Ich muss den Klang von Cravens Glocke nachahmen. Welche Geräusche kann ich hier benutzen? L2 gedrückt halten, um klangvolle Objekte zu finden. Okay. Perfekt. Die gleiche Form wie Cravens Glocke. Allerdings wesentlich kleiner. Eine echte Echokammer. Könnte nützlich sein. Wie krieg ich die Glocke in den Hangar? Darf ich mich hier eigentlich bewegen? Ja, aber. Dann, ja. Okay. Dann. Der Container sieht gut aus. Den fallen zu lassen gibt einen schönen Klang. Ja,
aufgenommen. Wow! Symbionten. Wie sind sie so schnell hergekommen? Sorry für den Schlag. Bleib liegen, bis ich hier fertig bin. Pete hatte recht. Die Dinger sind zäh. Nicht vergessen, da sind Menschen drin. Ich muss den Mix beenden, bevor noch mehr auftauchen. Jetzt die Glocke läuten. Moment, Glocke? Oder eine Glocke? Objekt analysiert. Eine Glocke. Oder hier eine. Das ist doch eine Glocke. Fast. Ich brauch mehr Echo. Im Hangar halt es sehr. Echo! Tolle Hall hier drin. Wie krieg ich die Glocke in den Hangar? Nehmen wir das Schiffslein bewegen. Da ist der Motor, aber ohne Saft. Na also. Ja, das Echo ist drauf. Fast fertig. Jetzt noch einen niederfrequenten Boost. Der pulsiert. Zum Beispiel... ein Hubschrauberrotor. Ich muss da hoch. Echt jetzt? Muss auf den drauf? Und wie sehe ich das? Jetzt komme ich nicht mal auf die Brücke drauf, oder wie? Ja, klar doch. Jetzt fliege ich wieder weg. Ich muss ganz nah an den Rotor. Nein, da kommt noch mehr! Wo kommen die her? Schon gesagt, der Venom wird alle in Venoms verwandeln. Spider-Man! Symbionten folgen mir nach Uptown! Brauche Hilfe! Bin unterwegs. Hast du die Sounds? Ja, ich muss nur noch überlegen, wie wir sie nutzen können. Da hab ich eine Idee. Bin gleich da. Yeah.
haben die eigentlich verschiedene Farben? Boah. Schweine. Hey, springst du mal runter? Komm schon, Pete! Wo bleibst du? Bin da. Was war? Sehr witzig. Ich übertrage diese Geräusche. Ich hoffe, dass... Komm schon, komm schon! Los! Ah, Erschütterungsstoß. Schaltstoß und Verrückung. Wow, das funktioniert! Gute Arbeit, Mainz! Retten wir diese Leute! Boah, geschafft! Ich habe den Sanitätern die Position markiert. Sie kümmern sich drum. Gute Idee. In der U-Bahn ist die Hölle los. Wir kommen nicht weiter. Glibber an den Schein. Genki? Sind im Frederick Douglass Circle. Wir sitzen viel. Genki, sind unterwegs. Gut. Beeil dich, Miho. Hab dich nicht. Ich dich auch. Wieso macht Harry das? Wieso erschafft er diese Dinger? Ich glaube nicht, dass Harry das macht. Nicht der, den ich kenne. Wer denn dann? Der Symbiont? Ja. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, er will sich ein neues Zuhause erschaffen. Ja, das würde ich auch mal sehen. Wir suchen ihn später. Jetzt müssen wir deine Mom und Genki retten. Aufgepasst! Als du den Anzug hattest, sahst du anders aus als Harry. Ich glaube, das wäre irgendwann aus mir geworden, wenn du nicht wärst. Ich ruf meine Mom und Genki an. Wir gehen nicht ran. Wir müssen da rein. Werden wir, sobald wir aufgeräumt haben. Was, wenn sie sich in diese Dinger verwandeln? Denk nicht darüber nach. Erledigen wir erstmal die hier, dann können wir rein. Geschafft. Ja. Die Türen klemmen. Wir müssen die Ranken irgendwie bewegen. Ihr müsst euch beeilen. Diese Ranken leben alle und sind verbunden. Irgendwo muss es einen zentralen Nerv geben. Bingo! Treffen wir einen Nerv. Es zieht sich zurück! Das reicht nicht.
Sie wollen immer noch in die Züge. Es muss hier irgendwo noch ein Nervencluster geben. Bin hier drin noch suchen? Für einen Schallstoß. Vielleicht können wir sie verketten. Ja, aber synchronisieren dauert. Wie lange brauchen sie? Bro, hörst du das? Wie viel Zeit ist noch? Eine Minute? Vielleicht länger? Achte auf deinen Spidey-Sinn. Das kann haarig werden. Wir sind hier wirklich unerwünscht. Gut so. Jetzt zu deiner Mutter und Genki. Spider-Man, dir geht es gut. Was ist passiert? Ich habe deinen Rat befolgt und Dinge losgelassen, die mir nichts bringen. Komm schon. Das war echt beschissen. Ich dachte, ich würde sterben. Und mein Leben lief vor meinen Augen ab. Du bist okay. Damals, als wir mal am Geburtstag Minigolf spielten und ich gewann, das war geschummelt. Ich habe den Ball heimlich mit der Hand ins Loch gelegt. Du warst 8? Und ich mochte die Sandwiches nie, die du mittags immer mit mir getauscht hast. Aber ich habe so getan, weil du die Bunch an meiner Mom so mochtest. Und ich treffe mich neuerdings mit jemandem, sie heißt Andy und sie ist toll. Und ich habe mir ein Sequel zu Speed Nonna gedacht. Moment, Moment. Andy vom Chemiekurs? Die ist echt cool. Danke fürs Retten. Weißt du, tut mir echt leid, dass ich so beschäftigt bin. In Zukunft nehme ich mir mehr Zeit für dich. Seid vorsichtig. Genki, gehen wir zu mir. Ich koche uns was zu essen. Der nächste Schritt? Harry finden. Ich checke Downtown. Ich nehme Uptown. Während ich nach Harry suche, sollte ich ein paar andere Dinge überprüfen.
Fertigkeitenpunkte. Einst das Epizentrum des New Yorker Tourismus. Jetzt der Schauplatz eines tragischen Blutbads. Wer nicht unter einem Stein gelebt hat, kennt die Fotos vom Times Square, wo Sergei Kravinov, auch Craven genannt, Anführer der Jäger, von einem monströsen, unbekannten Angreifer brutal ermordet wurde. Die interessanteste Information, die wir aus dieser Katastrophe gewinnen konnten, der mordende Koloss trug das gleiche verdammte Spinnenlogo wie New Yorks Spider-Man. Der Tag, den ich prophezeit und gefürchtet habe, ist vielleicht gekommen. Spider-Man könnte sich in eine gnadenlose Kreatur verwandelt haben, die apokalyptische Zerstörung anrichtet. Das ist das Ergebnis von unkontrollierter Kraft und unbeherrschtem Willen. Wenn das wirklich Spider-Man war, hat er höchstwahrscheinlich bereits eine Liste von Personen, an denen er sich rächen will. Du stehst ganz oben Liebe drauf. Ich kann nur vermuten, dass ich ziemlich weit oben auf dieser Liste stehe. Ich hoffe, Sie lernen daraus, wenn dieses Tier sich auf mich stürzt. Mein Leben soll nicht umsonst gewesen sein. Schließen Sie sich zusammen und behaupten Sie sich gegen diese furchtbaren Kräfte. Doch bis dieser Tag kommt, kämpfe ich an Ihrer Seite für das Wohl unseres Volkes und unserer Nation. So, das letzte ist freigeschaltet, haben wir gerade gesehen. Symbiontennester. Hey, Tanzpartner gefällig? Wir haben hier eine Freude. Eins solltet ihr Schurken euch merken. Ich sehe alles. Gebt alles, was ihr habt. Mich? Jetzt seid ihr erledigt. Wo kamen die Symbionten her? Wo kamen die Symbionten her? Du stoppst uns nicht, Spider-Man. Kinderspiel. Vergesst die Banditen. Unser Ziel ist Spider-Man. Toll! Ich hab mich schon gefragt, ob das noch schwerer werden kann. Das hat... Danke für die Hilfe. Ich will nur mit dir mithalten. Willst du deinen Fans Hi sagen? Du trendest. Ach, der klebt da hinten fest. Ich wollte gerade sagen, da steht noch einer. So, lass mal die Karte gucken. Da haben wir sie. Oh. 1, 2, 3, 4. Fünf Symbionten-Nester. Ah, ja, was war das? Ach so. Mysterium. Eigentlich die nächste Hauptmission. Alles klar, gibt noch keine. Verzögert, vergrößert die zurückgelegte Distanz und erhöht die Anzahl der Gegner, die gegriffen werden. Haben wir denn noch 6?
Fähigkeiten laden sich für jeden von betroffenen Gegnern teilweise wieder auf. Okay, da sind wir noch nicht weit genug. Aber ist das denn der letzte Fähigkeit für Miles? Seltene Technikteile. Okay, 80%. Bei Miles können wir noch nichts machen. Was haben wir denn jetzt? Machen wir die App auf. Bist nicht du. Vielleicht ist Harry zu Hause. Ich sollte mal nachsehen. Genki, was geht's? Hey, Mr. Parker. Sie haben sich doch um diese Feuerkulttypen gekümmert, oder? Ja. Die Anhänger der Flamme? Ja. Laut Berichten auf Social Media wurden ein paar von ihnen auf einem Dach in Brooklyn gesichtet. Ich schick dir die Infos. Sehe ich mir an. Danke, Genki. Fängt die Purpurstunde bereits an? Einmal neu die Flamme freigeschaltet. Uns später an. So, wo ist denn euer? Eine Fangdrohne? Miles hat Daten von einer hochgeladen. Irgendwas über Craven, der rätselhafte Ziele jagt. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Ich hab noch Zeit! Mit den Daten der Drohne sollte ich Cravens jüngste Jagd stoppen können. Der Anzug hält die Hitze nicht aus! Ja, komm, Antritt. Jetzt
gibt das nichts mit dem Download. Okay, das tat echt weh. Mehr als die Hälfte. Aber noch nicht genug. Ach, komm schon. Schwing. Zu viel Widerstand, zurück in den Windschatten. Komm, komm. Jetzt fängt die Scheiße hier wieder an. Hinterher. Peter. Ich werde langsamer. Zurück in den Windschatten. Sind wir da noch mal reingekommen? Muss fertig werden, sonst sind die Daten weg. Ja, ich spüre die Gier. Die Gier nach Tempo in mir. Konnte sie nicht stoppen. Mensch. Ich hab noch Zeit. Mit den Daten der Drohne sollte ich Cravens jüngste Jagd stoppen können. Weiter. Ach, weiter! Okay, das tat echt weh! Oh, Mensch, hier! Zu viel Widerstand, zurück in den Windschatten! Das ist ein Fisch jetzt. Nein. In die andere Richtung, meine Resseania. Och, springt doch weiter, Mensch! Ja, genau. Mach da einfach, was du willst. Im Windschatten kann ich sie besser verfolgen. Können aufhören zu zocken. Das war jetzt Fehlversuch. Das war ich, okay. Na komm. Die schaffen wir nicht mehr. Den Download schaffen wir nicht mehr. Immer noch auf der Jagd. 90% heruntergeladen. Na? Aber A, weiter wie beim ersten Versuch und B, ich habe gar nicht mehr mit gerechnet, dass wir so weit noch runter den Download bringen. Ich habe noch Zeit.
Nee, du hast keine Zeit. Mit den Daten der Drohne sollte ich Cravens jüngste Jagd stoppen können. Geht denn jetzt hier ab? 90% heruntergeladen. Noch 10. Der Datensatz sieht komplett aus. Nicht einmal rausgekommen. Wow. Nach ist diese Person seit 2 Jahren tot. Ist vermutlich ein Fehler. Immer noch Augen am Himmel. Ich muss Cravens Spielzeuge runterholen. Mhm. Let's see. Sind wir denn da? Sind wir. Mr. Osborn, alles in Ordnung? Ich mache mir Sorgen um Harry. Ich kann mit niemandem sonst reden. Er ist gerade nicht er selbst. Daran bin ich schuld. Ich genauso. Harry hat mir von seiner Behandlung erzählt. Ich wusste, irgendwas stimmte nicht. Aber ich war froh, dass er wieder da war. Ich hätte ihm das öfter sagen sollen. Das können Sie immer noch. Ich melde mich, wenn ich von ihm höre, Mr. Osborn. Okay. Vielen Dank, Peter. Spider-Man ist erledigt! Du hast verloren! Gib auf! Alles klar! Gegenangebot! Oh, jetzt geht's los! Wenn Spider-Man entkommt, mache ich euch alle fertig! Eure Freunde sind hier? Dann lasst uns feiern! Ich krieg dich! Ach so. Okay. Oh, hat niemand Lust auf noch eine Runde? Wirklich? Aber ich nehme eure Sachen mit. Eure Technikteile. Ah ja.
Ein ganz normaler Tag in der Stadt. Ich muss genug Daten bekommen, bevor der Vogel sein Ziel findet. Verdammt! Ich spüre die Gier! Die Gier nach Tempo in mir! Rein da wieder! Genau so! Da rein! Ja, ist doch heavy! Das war ja mal heavy! Prozent übrig. Komm wieder rein. Ich werde langsamer. Zurück in den Windschatten. Muss fertig werden, sonst sind die Daten weg. Deine Daten auslesen. Komm, noch ein der bisschen. Vogel hat nichts mehr. Hab die Nacht. Direkt beim ersten Mal. Dabei sah es gar nicht so aus. Chirurgin im Ruhestand. Dieses Ziel ist vor 5 Jahren gestorben. Das sind doch keine Datenfehler. Raven war hinter Toten her? Okay, jetzt wird's langsam seltsam. Ma, ich brauche mehr Daten, um dahinter zu steigen. So. Du? Wir haben mal direkt den nächsten. Interessiert mich jetzt langsam aber auch, wieso der hinter Tod daher war. Am Anfang habe ich ja gedacht, naja, okay. Leute nur retten, wenn ich genug Daten von der Drohne habe. Oh, eine ganze Familie auf einmal! Warum kann es nicht mal einfach sein? Er ist 50% heruntergeladen. Geh wieder rein. Zu viel Widerstand, zurück in den Windschatten.
88. Noch einen Moment, dann habe ich alle da. Okay, das tat echt weh. Aus dem habe ich alles rausgeholt. Download abgeschlossen. Sehr gut. Auch verstorben. Keine Daten vorhanden. Keine Daten? Es gibt rein gar nichts über diese Person. Ist sie überhaupt echt? Da mal noch 12 Minuten. Ist auch noch einer. Ich wollte gerade sagen, hier unten ist der letzte. Allein sind scheinbar noch zwei. Haben wir die jetzt nicht? Wie viele Spots haben wir jetzt eigentlich? 33 von 42, also 9 Stück fehlen noch. Mehr Gegner mit einem Schuss ein. Wiederholt zwischen ihnen her springen. Okay. Wird die Schuss maximieren? Da oben. Gute und schlechte Nachrichten, Leute. Zuerst die guten. Der Original-Spider-Man scheint endlich wieder bei Sinn und den... Hab ich das leider ein bisschen abgewürgt. Im Podcast. New York, hier spricht euer Spider-Man. Wenn ich genug Daten habe, beenden wir diese Jagd. Erst. Ach, so süß sie auch sein mögen, sie müssen weg. Das tat echt weh. Schon. Die Hälfte der Daten habe ich schon. Kümmern wir uns erstmal darum. Und das hat mal eben 10% gebracht. Ich werde langsamer. Zurück in den Windschatten. Ja, warum gehst du nicht in den Windschatten rein? Ich muss sie kriegen. Diese Leute brauchen mich.
Wir sind doch dabei. Ich hab fast alles. Keine Daten mehr von der Drohne. Und jetzt bin ich gespannt. Das kann nicht sein. Alle Ziele haben exakt die gleiche DNA. Es ist die gleiche Person. Aber wie? Okay, das ist echt unheimlich. Ich muss das knacken. Ich brauche noch eine Drohne. Ja, noch eine. So, die war hier hinten. Wir schon Schnellreisen eingeschaltet? Ja, scheinbar. So. Da müssen wir hin. So, dann wollen wir mal gucken, was das Ganze auf sich hat. Der Abflug wäre geschafft. Ersten Versuch schaffen. Hoffentlich erfahre ich mit den Daten des Vogels, was hier los ist. Na komm, du kannst schon ein bisschen schneller machen. Das tat echt weh! Okay, noch 50% übrig. Kugeln und Spinnen! Keine gute Kombi! Komm schon, 2, 1 und fertig. Das sollte reichen. Das war die letzte. Mit gefangen, mitgehangen. Ein Relaisignal? Die Satelliten für die Drohnen durchkämen die Zieldaten wohl in einer Art Zentralknoten. Wenn ich den Relaispunkt hacken kann, ist die Position des Ziels vielleicht im Stream. Ach, nö, echt jetzt? Immer noch nicht fertig? Wo müssen wir hin? Hin? Das. Schnellreise. Sie werden es nicht glauben, aber es ist...
So hatte Kraven also in der ganzen Stadt Augen und Ohren. Bitter. Komm schon. Das hat funktioniert. Ziel erfasst. Entsende Jäger zur Ecke 67. und Lexington. Oh nein. Habe ich die Jäger hingeführt? Ich muss schnell dahin, sonst... Ja, da werden wir wohl heute ein bisschen, ein paar Minuten länger machen. Das will ich jetzt noch zu Ende machen. Wir sind schon hier. Es ist Spider-Man! Das wird heute nicht passieren! Ich gehe nirgendwo hin! Beute im Visier! Ziel erfasst. Ja, stimmt, ich hab dich erfasst. Ich sollte drinnen nachsehen. Wenn du mir sagst, wo es reingeht. Ah, hier. Hallo? Sergei, es ist so lange her. Wie geht's dir? Wer ist da? Fühl dich wie zu Hause. Auf dem Tresen ist ein Martini für dich. Er denkt, ich bin Kraven? Zwei Oliven und Cyanid? So, du bist also endlich hier für unser Wiedersehen in New York. Spielen wir Verstecken, irgendwelchen alten Zeiten. Er sieht mich nicht. Eine programmierte Aufnahme mit Hightech-Bewegungserkennung. Dieses Spiel ist gleich vorbei. Nein, komm schon, Pete. Schachmatt. Was mein geheimes Ding. Aber wer ist dein? Ich werde da unten sterben, oder? Was zum... Ist das meine Maske? Moment. Ist das Chameleons Apartment? Haben wir den nicht längst hinter Gitter gebracht? Als ich aus Volkograd floh, dachte ich, ich würde nie ein Zuhause finden. Doch hier bin ich glücklich. Er hat sich wohl auch fortgebildet. Die Technik ist der Wahnsinn.
Cravens Drohne hat ihn bei der Verwandlung fotografiert. Ich wusste, dass mit Cravens Ziel was nicht stimmt. Ui. Noch mehr Geheimnisse. Sieht geheim aus. Steht ja auch drauf, geheim. Red Camelon, 1985. Alles andere ist zensiert. Baupläne und Jägerprotokolle? Chameleon hat also auch Craven überwacht. Die Datenbank für vermisste Personen. Sie reicht fast 20 Jahre zurück. Was hat Chameleon ihnen angetan? Finden wir es raus, auch so. Als wir Kinder waren, gab ich dir alles. Und du wolltest nicht mal deinen Namen teilen. Ich hab dich geliebt. Und du mich gehasst. Schluss damit. Ich weigere mich, deine Beute zu sein. Ich werde dich wiedersehen, Bruder. Du mich aber nicht. Nichts wie raus hier! Keine Sorge, Bruder. Ich werde tun, was du nicht konntest. Craven und Chameleon sind Brüder? Dann muss er sich jetzt wohl keine Sorgen mehr machen. Ich halte die Augen offen, falls er zurückkommt. Das wird Yuri gar nicht gefallen. Datensammler. Okay. Müssen wir mal gucken. Irgendwas Rotes. Roter Punkt. Jetzt überall rum. Nee, das machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn überhaupt. Die, ich sehe hier, ist ja schon leicht am Überziehen. Und deswegen bedanke ich mich bei euch für euer Interesse. Hoffe weiterhin, dass es euch gefällt. Und ja, so langsam nähern wir uns auch dem Ende der ganzen Reise. Wenn ihr die Reise mit beenden möchtet, ihr wisst, abonnieren, Glocke einschalten, dann verpasst ihr keine weitere Episode. Und ansonsten sage ich nur noch Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye, euer, dein Aiden Croft.